Hallo, haben Sie schon mal etwas von dem Effekt der Kontamination ohne Kontakt gehört? Und wissen Sie, wie dieser Ihre Wahrnehmung und Ihre Beurteilung beeinflussen kann? Um Ihnen das zu erklären, möchte ich Ihnen heute eine Person vorstellen. Nennen wir ihn Peter. Peter ist ein langjähriger Mitarbeiter eines Unternehmens und sehr ambitioniert, sehr motiviert, sehr überzeugt, etwas Gutes zu tun und stets bereit, auch Leistung zu zeigen. Ja, klingt gut, oder? So Mitarbeiter wünschen wir uns. Nun wurde Peter leider lange Zeit nicht gesehen. Nicht als solcher, der er gerne sein möchte und auch kann. Denn Peter hatte das Pech, unter einer Führungskraft zu arbeiten, die bei gleichrangigen Führungskräften nicht sehr beliebt war, um nicht zu sagen, ziemlich unbeliebt war. Und das schadete Peter. Denn dieser Effekt Contamination without Contact meint den Effekt, dass Eigenschaften einer Person übertragen werden auf Objekte oder andere Personen und das ohne physischen Kontakt. Also da reicht die Nähe zu dieser Person, um den Effekt hervorzurufen, dass diese negativen Eigenschaften auf dieses Objekt oder diese andere Person übergehen, also übertragen werden. Im Falle von Peter war es so, dass diese negativen, ja, Eigenschaften dieser Führungskraft auf Peter übertragen wurden. Nicht ganz in diesem negativen Ausmaß, aber es führte dazu, dass Peter einfach nicht als Peter wahrgenommen wurde, sondern eben als Mitarbeiter dieser Führungskraft. Und Peter konnte sich noch so sehr anstrengen und abstrampeln, er kam aus diesem negativen Schatten dieser Führungskraft nicht raus. Er wurde von den anderen Führungskräften einfach nicht gesehen. Beziehungsweise, wenn er gesehen wurde, wurde er trotzdem fälschlich negativer, ja, beurteilt oder bewertet. Und das ist echt blöd für Peter. Jetzt muss man Peter zugutehalten, er hat nicht aufgehört. Er hat beharrlich weitergemacht, sich gezeigt, wo er sich zeigen konnte, sich bemüht, sich angestrengt, und eingesprungen, wo es nur irgendwie ging. Aber irgendwie führt es zu nichts. Also zu keiner weiteren ja, Position oder zu einem Aufstieg. Peter war ja eben Mitarbeiter dieser negativ bewerteten Führungskraft. Dann passierte etwas für Peter sehr Günstiges. Diese Führungskraft ging oder vielleicht wurde sie auch gegangen. Und auf einmal gab es Peter. Und nicht nur Peter im Schatten dieser Führungskraft, sondern Peter. Der Schatten war weg. Und die anderen Führungskräfte waren gar ein bisschen irritiert. Denn ihr Urteil passte jetzt nicht mehr so richtig. Irgendwie stimmte da was nicht. So schlecht war Peter gar nicht. Er war jetzt nicht unbedingt der auffälligste Typ oder der extravertierteste oder markanteste, sondern Peter war von seiner ganzen Person einfach eher unscheinbar, zurückhaltend, nicht so sehr in den Vordergrund tretend. Aber diese Führungskraft war weg und Peter war da und wurde auf einmal gesehen und auf einmal anders da bewertet. Und auch das ist großartig gewesen, denn das muss nicht unbedingt so laufen. Haben wir einmal unsere Urteile gefällt und getroffen, fällt es schwer, von diesen abzuweichen. Es ist total menschlich, dass wir relativ schnell Urteile über Personen bilden und diese auch in Schubladen stecken. Das passiert jedem und das ist auch so vorgesehen, um wirklich uns kognitiv zu entlasten, also uns um jede Person, die wir treffen, irgendwie abzuwägen und überlegen,
zu überlegen, ist die jetzt toll oder nicht oder was passiert denn da jetzt gerade, ist einfach zu anstrengend. So. Deswegen ist dieses Schubladendenken gar nicht so verkehrt. Die Schublade, in der Peter steckte, passte aber jetzt nicht mehr. Und diese Führungskräfte waren bereit, ihr Urteil über Peter nochmal zu überdenken. Und das ist großartig. Und dadurch bekam Peter die Chance, an einem Entwicklungsprojekt teilzunehmen, in dem es darum ging, zu schauen, welche Potenziale hat jemand und wofür eignet der sich, wie kann man ihn optimal noch fördern, welche andere Positionen, weiterführende Positionen eignen sich oder sogar welche leitende Positionen kann diese Person einnehmen. Und an diesem Programm konnte Peter teilnehmen. Peter nahm teil. Und was wir da erlebt haben, war großartig. Denn Peter strahlte. Er hatte seine Bühne bekommen und er überzeugte auf ganzer Linie. Und eine anwesende Führungskraft, die eben auch dieses Urteil hatte, musste sogar ein bisschen schmunzeln über sich selbst, weil sie sagte, okay, ich oder wir als Führungsteam haben Peter unterschätzt. Denn was er da gezeigt hat, war zwar das, was er irgendwie die ganze Zeit gezeigt hatte, aber es gab keinen Schatten mehr. Und es gab keine negativen Effekte mehr, die auf Peter fälschlicherweise übertragen wurden, abstrahlten von dieser negativen Führungskraft. Und das ist ein tolles Beispiel für diesen Effekt, der nur einen darstellt von zahlreichen Urteilsfehlern. Und das Plädoyer ist ganz klar, seine Schubladen nochmal aufzuräumen und nochmal zu gucken, ob das zutreffend ist, beziehungsweise ob die Einteilung der Menschen in diese Schubladen zutreffend ist. Dass diese Einteilung erfolgt, ist wie gesagt völlig legitim und auch ganz normal. Dass nochmal in gewissen Situationen eine Beschäftigung damit stattfindet, das hingegen ist gar nicht so gängig. Und das birgt die Gefahr, Chancen zu verpassen, Menschen zu verpassen. Menschen, die tolle Mitarbeiter sein könnten, Menschen, die tolle Führungskräfte sein könnten, aufgrund von persönlichen Beurteilungen und Urteilen. Oder auch im sozialen Umfeld. Menschen, die vielleicht eine gute Freundin oder ein guter Freund werden könnten. Oder vielleicht sogar ein Partner oder eine Partnerin. Oder eine Kollegin oder ein Kollege. Alles möglich. Somit kann ich nur empfehlen, sich die Zeit zu nehmen und die Menschen in den Schubladen nochmal durchzugehen. Manche werden da mit Sicherheit genau richtig einsortiert sein. Und manche möglicherweise nicht. Und bei denen lohnt es sich, nochmal hinzugucken, ihnen nochmal eine Chance zu geben und das eigene Urteil nochmal zu überdenken. Peter hat seine Chance bekommen. Und Peter wird diese Führungsposition bekommen. Und ich gönne es ihm von ganzem Herzen. Und ich denke, dass jede Person diese Chance verdient hat. Wenigstens die Zeit, dass man sich nochmal drüber Gedanken macht und sich wirklich nochmal reflektiert, um zu entscheiden, ist mein Urteil treffend oder möglicherweise noch nicht oder nicht mehr. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen gute Gedanken und eine gute Ordnung in Ihren Schubladen. Alles Gute!